Hallo zusammen und willkommen zurück zum Mod and Blade Bannerlord mit Torrent Gent mit dem Realm of Thrones Mod. Ich schaue gerade so ein bisschen, wo unsere ganzen Armeen unterwegs sind. Da ist Shadow Murloc. Also irgendwo hier unter Wasser. Da ist Dany. Ich lasse es mal so langsam laufen. Oh, sie hat ihn eingeladen. Guck dir das mal an hier. Die Frage ist tatsächlich, wo sie landet. Und wir da am besten helfen können. Also so richtig unter Belagerung ist nämlich momentan irgendwie noch nichts. Oh, da gibt es Piraten. Viele Piraten. Und die haben ja alles abgegrast, was wir. Und oh mein Gott. Es sind wirklich eine Menge Piraten hier. Und wir sind abartig schnell mit dem Boot. So. Wir killen euch mal schnell auf dieser lustigen Insel. Wow, wir haben dabei sogar zwei Leute verloren. Unglaublich. Ja, soll was ich heute ein bisschen, ja, was ich da sagen soll, unmotiviert und oder komisch klingen. Ich bin erkältet. Jetzt zwinge ich mich hier mal gerade dazu, euch die Folge für heute zumindest mal aufzunehmen. Dass ihr, ja, das Wochenende zumindest die eine Folge bekommt, die ich euch auch versprochen habe. Und ja, hoffentlich werde ich dann im Laufe der nächsten paar Tage gesund. Dass ich vielleicht am 1. Mai, wenn frei ist, die Folgen dann quasi für die nächste. Ja, für die nächste Mini-Staffel sozusagen aufnehmen kann. Ja, keine Ahnung, wieso ich das hier mache, ich hätte es oben machen können. Lorati Knight. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie lange es dauern wird. Weil wir ja unsere anderen Sachen ja gar nicht mehr verwalten können. Ich wurde halt übrigens auch wieder Ewigkeiten fürs Laden gebraucht und musste auf die letzte Version. Oder ich bin mal auf die letzte Version zurückgegangen. Achso, und das hier müsst ihr natürlich nicht sehen wollen. Bin ja gar nicht hier live, ne? So. Ja, also es gab wieder irgendeinen kleinen, warum auch immer, Bannerlord-Patch. Das ist immer so ein bisschen schwer nachvollziehbar, wo dann das immer liegt. Vor allem, weil es kein größeres Versionsupdate gab. Ihr habt gesehen, denn ja, das kommt näher. Wir jagen einfach mal diese Leute hier quer durchs ganze Land. Offensichtlich haben die Lannisters das hier das Ganze nicht im Griff, ne? Überall Gesetzlose. Oh, was ist das denn hier? Ach, das ist eine Armee zerfallen. Das ist mit dir, lass mich raten. Ja, das ist. Es ist schon ein bisschen. Es ist einfach das Unbehaglichste, was es überhaupt gibt. Ja? Diese vollen Reiterarmeen, die halt nicht nur volle Reiterarmeen sind, damit kann man ja umgehen, wenn wir gegen sie kämpfen, aber die können auch noch viel schneller rennen als wir. Das ist halt das, was eigentlich am nervigsten ist. So. Lord of Bronzegate. Okay. Das ist mir egal. Ich abstiniere. Wir halten mal unsere Punkte hier, weil ich will ja endlich meine Stadt haben. Und hier auf dieser Seite gibt es ja zum Glück so einige. Brownsgate. Ach, tatsächlich. Ach, dieser verdammte Ort. Ich möchte nichts überreden. Wir gehen mal zurück. Und wir werden uns hier in Richtung Dany begeben. Mal gucken, was sie jetzt vorhat. Vielleicht greift sie ja direkt King's Landing an. Das ist natürlich schon ganz schön episch. Was macht sie vielleicht? Ja. Und mit 600 Mann nur? Ich meine, sie hat einen Drachen, ne? Wir joinen mal die Armee hier. Diese will Rossby erobern. Okay. Naja, ist ein Anfang. Das Gute ist, wir können uns ja trotzdem mit den ganzen Verkäufen, also solange wir genug, ne, solange wir hier genug Schlachten schlagen, kriegen wir uns ja hier über Wasser gehalten mit den ganzen Verkäufen. Ich schaue gerade bloß, ob wir. Ich schätze, diese Mini-Axt ist immer noch die beste, die wir haben. Oder Knightsfall. Ich meine, das ist auch nur Weapon Tier 3. Das war mit Tier 2. Ist kürzer. Ja, immer hier das Ding. Können wir jemanden über den Kopf ziehen und ihn ausnocken? Seht, wir sind noch dabei, hier aufzubauen. Der Feind auch. Heißt halt, und aufstellt, wir werden wieder voll die massiven Verluste haben, weil die KI zu doof ist, die Sachen hier wegzuschießen vor dem Angriff. Och, Neon hofft noch, wie sie kommt auf die Idee, mir das zu geben. Dann kotze ich aber. Ach, wir könnten mal Dings checken, ne?
unseren. Wir können 3 Leute anheuern. Ja, komm. So. Kann man später wieder abgeben. Shadow Murloc. Da. 70 Leute hat er. Das ist schon mehr tatsächlich rekrutiert. Schwer zu sagen, ne? Ich kann ihn ja. Ich könnte einen Raven schicken. 3 Tage dauert es, bis er zum nächsten Zelt fliegt. Wo er kampiert. Es ist ein blinder Rabe, der dreht erstmal ein paar Runden. Der wird halt nach Stunden bezahlt, deswegen fliegt er nicht direkt rüber. Das wird vielleicht noch weitermachen hier. Gut. So. Da kommt der Angriff. 82 Verteidiger. Go, go, go. Natürlich nachts, damit wir nichts sehen. Ist wichtig. Also gut. Ich kann mich selbst einsetzen. So, delegiert sind die Leute ja direkt. Oh, Stadt. Ja, es ist also super nah hier an den. Warte mal, absteigen. Könnte ich das mal an hier? Oh, da wollte man mich treffen. Ich hab's genau gesehen. Dieser Typ hier. Genau so, ins Gesicht mit dem Ding. Gibt's halt auch wieder genug ab, dass wir auf jeden Fall gleich noch mehr hier mitnehmen können. Ach, diese Schweine. Okay. Gar nicht so einfach. Ja. Mitnehmen. Geht hier eine ganze Menge mittlerweile. War das alles? Nein, hier ist noch eine. Ja, ich meine, wie wär's? Wir können natürlich auch das hier machen. Das. Ja, ich use. Da oben versucht uns zu erschießen. So, jetzt haben sie ja auch hierhin verlagert. Lässt du das wohl liegen, du Schweinehund? Na hier. Macht mal, Jungs. Als ob, das ist schon wieder hier, ne, Magnetschilde. So. Bleibst du da weg? Ich würde gerne weiter dabei helfen, diese Mauern hier. Wieso bin ich denn so langsam? Okay. Ja, keine Ahnung, was wir gerade vorhaben so richtig, aber. Nee. So. So läuft das hier nämlich mit den Schilden. 2 Schläge und die sind durch. Da haben wir keine Lust mehr, ne? Sie versuchen es immer wieder. Ja, ich kenne euch auch alle hier. Au. Nein! Gehst du hier weg? Ich könnte hier einfach von hier aus werfen, weißt du? Meine anderen versuchen, sich da hochzurappen, aber haben wenig Chancen bisher.
Oh, oh, oh. Hörst du auf? Nein, 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 nein. Fallschaden. Was versuchen die hier gerade? Sind die schon drin? Oder hängen die hier gerade irgendwie? Okay, sie hingen, sie sind auf jeden Fall schon drin. Ist ja ein interessantes Design hier, ne? Ohne jetzt ablecken zu wollen davon, dass wir hier gerade ein bisschen Pech hatten zu irgendermaßen. Gut. Wo sind wir? Hier sind wir. Ja, hey, ein paar haben wir mitgenommen. Wir haben 17 Mann verloren hierbei. Das ist natürlich wieder, ich finde, sehr viele Dothraki die ganze Zeit. Kriegen wir halt nicht so schnell wieder hier auf der Seite. Ach, der Baratheon, Leute. Ja, ja, wir müssen sogar diese ganzen Gauner hier behalten. Okay, und ja, na, hier selbes Spiel, ich weiß, Moral und so, aber wir brauchen die Leute. Stormlands Armor. Schon okay. Rossby wurde genommen. Ich habe kein Interesse daran, es irgendwie zu erhalten oder sowas. So, wir chillen anscheinend erstmal eine Runde hier. So. Der nächste Pirat. Neuer Owner von Rossby. Hier keine Ahnung, ne? Alle wollen Seller geben. Unterstützen wir ganz dezent. Du musst ja, Stalwart Shields mögen uns nicht wirklich. Sag mal, das kann doch nicht sein. Na ja, gut, es gibt halt noch Leute, die null Thieves haben, okay. Ja, was willst du? Was willst du machen? Dagegen geht's uns ja schon fast gut. Soll ich vielleicht da kurz reingehen hier so? Ich hätte gerne. Ich meine, ich kann das ja so machen. Raven arrived. Ja, guten Tag, Schiller Murdoch. Zeig mir deine Truppen. 45 Mann hast du noch, ja? Wir geben dir mal hier so ein paar von diesen Jungs. Diese ganzen. diese ganzen Gauner. Oh Mann, das waren die Gefangenen. Aber er kann die auch rekrutieren. Theoretisch. Theoretisch. Riverlands Roger, nein, 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 hier. Diese drei Reaver hier, diese sechs Freebooter, diesen Ravager. Hier. Junge, Junge, wir haben echt viele Counterbounds in der Armee, ne? Was denn, wir haben 5 Broken Men sogar. Broken Archer. So. Ich werde jetzt gehen. Ist natürlich jetzt witzig, ne? Weil wir haben das ja quasi jetzt zum Luba teleportiert. Ja, komm. Goldcloaks, Stormlands, Recruits, was auch immer. Brauchen die Leute. Weil was? Knights Cut? Ach, guck mal, das ist die Edellinie, ha? Crownlands. Captain of the Kingsguard. Goldrücker haben wir jetzt sogar bei uns im Team. Das ist natürlich richtig wild. Hier wieder die Gelegenheit, ein paar Leute umzubringen, wenn wir gleich machen. Die sind auch sehr langsam, das heißt, die haben bestimmt Zeug dabei. Gute alte Riverlands, Jungs. Back to the Roots heißt es jetzt hier. Oh Gott, jetzt kommen die alle mit, wa? Ja, warum nicht? Ich teile ja gerne, ja. Wichtig ist, dass wir jetzt hier die... Ja, schützen doch mal, glaube ich. Ja, Lodati, das hier. Das ist, geht sogar. Aber ich denke, wir brauchen mehr Schützen als alles andere. Oh, wir haben auch ein Level-Up. Oder irgendjemand. Nee, wir tatsächlich. Wir sind charmanter geworden. Was kriegen wir denn? Influence Cost to Initiate Kingdom Decisions. Ja. Das Sort von Rural Nobles wäre auch gut.
und flexible ethics. No voting for kind of proposals made by others. Nimm mal das hier. Und wir selber quasi was einbringen, dass wir dann bessere Chancen haben. Oh oh. Oh oh. Das wird gleich ein massives Dingensingens hier geben. Ich möchte diese Broken Men töten. Natürlich uns verfolgen. Oh, 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 oh. Du willst kämpfen? Wir kämpfen ja, also wir werden natürlich hier mitmachen, klar. Ja, warte mal, Leaf, kann ich nicht, hier, ich möchte mich dieser Armee hier anschließen. Ich kann es gar nicht anders machen, ha? Huh? Na gut, na gut. Etwas leveln. So, genau, das sind jetzt mal normale Leute. Da ist der Moralschlag nicht ganz so groß. Aber es sind halt viele Feinde hier. Es ist schon super riskant, was wir hier gerade machen. Zusätzlich haben wir natürlich noch die ganze Meute, die da drin ist. Ja, jetzt werden sie angreifen. Wir müssen gehen. Oh mein Gott. Flement? Ja, jetzt. Wir müssen es versuchen, oder? Es ist relativ ausgeglichen, wenn wir dabei sind. Okay. Ich meine, was soll's, ne? Man lebt nur einmal. Die werden jetzt halt irgendwie 600 Westerns Banner Knights haben. Was halt, das ist halt das, was ich halt weiß und was mich halt so tierisch ankotzt, ne? Und wir haben halt unsere lustigen Rekruten, ein paar Dothraki. Oh boy. Aber immer den Drachen, der macht hoffentlich den Unterschied. So, hear me. Also ich habe keinerlei Befugnisse offensichtlich. Ihr habt das im Griff, ne? Ich meine, war unser Ding, ne? Wir bleiben mal hier. Schau mal, wo der Feind steht, was er vorhat. Wo ist die gigantische Horde? Ich meine, wir haben dann Karlsteed, also ich mache mir keine Sorgen, dass wir abhauen können. Ja. Als ihr neu dabei seid, ihr wisst ja, ich drücke mit Absicht kein Alt. Ne? Ich möchte nämlich wirklich suchen. Sind das unsere Leute da? Hä? Ja, ja. Da drüben stehen bleiben ist ja nicht, ne? So, dann nehmen wir nämlich einfach nur quasi unsere persönliche Garde hier mit, ne? Und der Rest, der wird hier einfach jetzt dann ihr Ding machen. Ist ja an sich eine gute Position hier, mehr oder weniger. Die scheint tatsächlich auch mal nicht nur berittene Leute zu haben. Da ist eine ganze Menge Kavallerie auf der Seite. Ist hier jemand am Skirmischen? Ja, hier vorne. Oh. Ich habe die gegnerischen Bogenschützen gefunden. Au, und sie mich? Über Eve, ne? Man darf nie auf sie zufahren. Muss immer so seitlich. Dann treffen sie einen nicht. Ja, die Typen, die mir folgen, haben natürlich ein bisschen Pech gehabt, ne? Es ist halt echt
Sehr gefährlich, was ich hier mache. Au, 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 au. Genau deswegen. Ich wurde mit Pfeilen vollgepumpt. Wir sind weg. Immerhin konnten wir der Schützen echt lange ablenken. Wenn es überall einschlägt. Versuchen wir hier drüben Danny zu helfen. Die sich, glaube ich, hier mit den. Weil ich den Kabel das nicht herumprügelt. Ja, und jetzt muss mal zugucken, ne? Ja, ich sag's euch, ne? Der Mod fehlt mir wirklich. Ja. Hoffen wir das Beste. Ich weiß echt nicht, wer gewinnt. Aber ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass der Feind bessere Truppen hat als wir. Wir haben eine Menge an Sunnit hier, ne? Seller gibt auch alles. Boah, das sieht gar nicht schlecht aus, wa? Zumindest das Infanteriegefecht haben wir gewonnen. Oh. Da werden auch ein paar. Wir haben echt gewonnen. Ich stehe durch. Das gibt's ja nicht. Ja, gut. Wir haben tatsächlich nicht mal mehr. Okay, wir haben sehr, sehr viele. Nee, es geht. 8 Verlotzte, 7 Tote. Könnte schlimmer sein. Wir können weitermachen und wir haben echt gewonnen. So. Ich bin mal gefreut, dass wir geholfen haben. Nehmt ihr mal mit, dass wir sie eventuell rekrutieren können. Hier, Rivalence Recruits. Schützen, Dragonstone. Hier, die wollten wir eigentlich zu Kavalleristen upgraden. Loot. Lannister Shield. Eine ganze Menge Pferde und eine Kuh. Auch das ist ein gutes Ergebnis hier für uns. Unser Bannertier. Okay. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne eigentlich ein paar Leute rekrutieren. Hier laufen so viele Typen rum überall. So, hier. Recruit Troops. Hier. Also die können da ja rumrennen, so viel sie wollen. Die werden uns eh nicht angreifen, solange es nur so wenige sind. Derweise stellen uns diese ganzen Jungs hier ja trotzdem ihre Truppen zur Verfügung, auch wenn es nur Riverlands-Truppen sind. Das sind wir natürlich ein bisschen verwöhnt, ja. Wenn es jetzt noch schaffen würden, so ein paar dieser kleinen Trupps hier abzufangen, um gegen sie zu kämpfen und die Leute zu leveln, wäre es natürlich auch schön. So, hier so ein Broken Boy hier. 4,8 Geschwindigkeit. Ist hier Brass Bell. Fast vollständig. Na komm. Und dann das Piraten. Oh, und überall Turniere hier. Aber müssen wir uns einschleichen. Aber die Piraten da hinten will ich gerne töten. Oh, die sind auch Piraten. Sehr schön. Surrender or die. Ganz genau. Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe und die Typen hier mit der Keule ausnocke, dann können wir die potenziell gefangen nehmen und dann rekrutieren. Ist halt schneller als sich ordentliche Infanterie hier zu rekrutieren. Müssen wir aufpassen, die haben ja auch ihre lustigen Wurfgeschichten hier. Ja, lol, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, aber. Ja! Jungs, kommt mal. Followt mir mal. Kommt mal raus aus dieser Meute. Eigentlich sollte die Infanterie soll eigentlich leveln. Ihr könnt mir auch folgen. Kommt mal alle mit. Lasst euch nicht erschießen, bitte. Die Infanterie, die muss leveln. Ich auch. Naja, okay. Na gut. Ein bisschen helfen können wir ja.
Alles ausnocken. Alles rekrutieren. Sie fliehen schon. Ja, das ist natürlich schön für den Nahkampf in der Burgschlacht, aber die Reichweite von diesen Teilen hier ist halt nicht gerade groß. Sauber den Schädel eingeschlagen. Ein Toter nur, das ist eigentlich ganz gut. So, 19 weitere Piraten. Naja, 14 Upgrades. So lobe ich mir das. 1, 2, 3, 4, 5. So, Haus Tully war ja. So ein paar Tully House Guards. Da hätten wir die Option auf Cavalry auf der Seite. Dann wäre es aber Riverlands House Guard. Man händet 130, 140, 120. 40, 140. Die sind ein bisschen besser, hätte ich jetzt gesagt, oder? Sehen auf jeden Fall halt cooler aus, eigentlich. Und wenn du den einfach die schützt. Weil es Ranger sind. Jetzt sind Ranger, wir brauchen Ranger. So, ein paar weitere Einnahmen für uns. Und das wäre ja nur die erste Truppe. Wir wollen ja die da hinten ja holen. Da ist Sui. Bist du nicht auf die andere Seite? Was ist mit Miles? Miles hat jetzt auch nicht so die krasseste Armee. Wenn wir den bekommen. Oh, bitte nicht nachts. Guten Tag, Miles. Du bist ein Verräter. Du hast richtig gehört. Wir töten dich jetzt. So. Ihr folgt mir. Ihr geht skirmischen. Ihr werdet engagen. Ihr werdet ebenfalls engagen. So, meine Freunde. Es wird Zeit für einen massiven Flankenangriff. Der Feind müsste irgendwo da vorne sein. Diese Geschwindigkeit ist so abartig. So, hier können wir den Fluss überqueren. Das ist eine relativ enge Stelle. Keine große Verlangsamung zu erwarten. Wir werden natürlich wie ein echter Held hier voranreiten. Da sind sie. Ich hoffe, meine Jungs betrachten das so ein bisschen als Waypoints, die ich hier ihnen gebe. Ne? Die haben keine Kavallerie. Oh mein Gott. Das ist außer ihren Lord hier, ne? Den ich gleich mal mitnehme. Gutes Polo. Ja, das Gute ist, das sind ja fast nur Bogenschützen, ne? So Jungs, hier, ne? Nicht die hier. Ja, kill them all. Mach diese Bogenschützen nieder. Oh oh. Ja, ich sag mal, es sind jetzt nicht die tiersten Truppen hier, ne, aber... So ein, sag ich mal, mittelmäßiges Polospiel reicht's. Soll nicht so dreist sein, ne? Weil dann sterbe ich hier auch noch aus Versehen. So, jetzt die Infanterie. Wir werden keine Leute von mir getötet. So, der versucht hier zu fliehen. Auch das werden wir auch natürlich unterbinden, ja. Großartig. Da, hier ist der Dude. Hier ist der Dude. Wieder Verluste, einen Mann haben wir dabei verloren. Ein Dothraki Grassi Lancer. Wieder irgendwelche Glückstreffer der Schützen gegen unsere bittenden Bogenschützen. Da haben wir bald keine mehr. Ja, du bist jetzt mein Gefangener. Müles. Deine zwei Gauner werden wir rekrutieren. Da nehmen wir mal ein paar mit, ja? Upgraden. Dragonstone Boys. Ja, ja, alles leichte. So.
Keine schweren. Wie viele brauchen wir denn? Gar nicht so viele. Mal den Rekruten und diesen Ravager. Achso, warte, wir können ja dann nochmal. So. Legendary Riverlands Gambeson. Legendär? Legendär. Unser Zock ist eh besser. Na gut, das wäre tatsächlich. Nee, das, wie gesagt, da bleiben wir dabei, das können wir nicht machen. Also, das ist einfach, George wird ewig so bleiben. Es geht voran, wir haben wieder unglaubliche Mengen an Essen. Wo ist eigentlich die nächste Stadt, wo wir was verkaufen können? In Duskendale. Das sollten wir uns mal hinbewegen. Nein! So, jemand angegriffen. Brass Backler. Das ist der Hertag. So, wir gucken mal. Zum einen haben wir ein Level Up. Nee, nicht wir, sondern Sui. Er hat den Kampf hoffentlich gewonnen. Sui ist jetzt besser in Medizin. Mehr Hitpoints. Combat Movement Speed, Healing Rate. Ja, komm, machen wir mal das. Er hat sich auch zwei Fokuspunkte. Ja, auch mal hier in Medizin und in Trade. Zeigt ihr mir die Fokuspunkte nicht an bei den Leuten? Tatsächlich nicht, ne? Sie braucht definitiv mehr Vigor. Und etwas mehr Charmantheit. Also George ist eh massiv gut und kann alles. Hier Social und hier Trade. Kansas ist auch Meister von allem. Yamato sowieso. Shadow Moloch auch. Kra kann sich verbessern. Mehr Vigor. Und ein bisschen mehr Einhand. Gut, haben wir das auch mal geregelt. Lassen wir jetzt auch ein Turnier. Das ist wieder schöne Abwechslung an der Stelle. Ja, ne? Ja. Wir hauen sie raus. Darauf zu warten, bis die sich uns anschließen, ist auch ein bisschen schwierig immer. Jetzt mal die Tafmiliz. Sind mittlerweile auch alle gestorben. Ab in die Arena. Join. Und gib ihm. Ach, guck mal. Unser alter Bekannter. Der Chathelm. Skip. 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2. Okay. Hilf mal unserem eigenen Schützen, ja? So. Unser Dude mal treffen würde, ne? Was war das denn für ein... Da kriegt er den Pfeil in den Rücken, aber blockt sofort wieder. Die Reflexe, sage ich euch. Wer war das denn überhaupt, dieser alte Mann? Geralt. Offensichtlich. So, 4 gegen 4 gegen 4. Ah ja, wieder alle gegen mich. Okay, schon besser. So, man hat schon diesen Helm. Jawohl. Zeit, George auszunocken. Gut. Ich bin immer noch rot, ne? Es ist dieser Mann hier hinten, der sterben muss. Wo ist denn dein Bogen? Was auch immer. Du, eigentlich müsste der hier irgendwo liegen, aber ich finde ihn nicht.
So, zur Not können wir uns das Pferd von unserem Gefährten hier cashen. Wieder ein Geralt. Das eine ist ein Geralt, das andere ist ein Geralt. Wesentlicher Unterschied. Gut, aber wir gewinnen trotzdem. Goldcloak Elite Archer. Ein elitärer Schütze gegen uns. Ja. Komm schon. So. Großartig. Warm. Mit dem Arm mitgehen, schön den Schwung beschleunigen, damit er sich nicht so schnell wehren kann, wenn er in der Animation ist. So, und wir müssen im Finale gegen den anderen Geralt. Mit zwei Handwaffen. Gut, ich habe mich jetzt auch nicht gerade angestrengt, aber ist okay, Geralt. Geralt Staunton. Wie ich schon sagte, ja, ist ein nettes Zeitvertreiben hier immer wieder mit den Turnieren. 61.000 haben sie hier. Was haben wir denn so anzahltechnisch? Ja, es ist halt leider alles nichts wert, ne? Das mal alles raus. Und ja, was wollen wir machen? So viel Essen braucht man wirklich nicht. Ich glaube, wir haben das letzte Mal am Anfang des Spiels Essen gekauft. Und danach hatten wir immer irgendwas auf Lager. So. Das ist der Anfang. Die Pferde behalten wir natürlich alle. Auch unsere abartig krassen. Was immer Pferde. 40.000 nur für die. Okay. Ich schätze, wir müssen das ein bisschen anders machen. Ach so, nee, das war alles, was er noch hatte. Ach, natürlich. Ich bin ein Dummbatz. Offensichtlich. Denn, ja, das reicht nicht mehr ganz. Aber ist geschenkt, oder? 600? 600 ist geschenkt. Okay. Ja. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen dem ständigen Minus, das wir haben. Aber momentan sieht es doch eigentlich wieder ganz gut aus. Unsere Handelspartys machen zurzeit gar nichts mehr. Also nicht mehr viel. Klartechnisch. Prisoner of a Tybalt Craighall Party. Spy Daenerys. Yamato ist Gouverneur dieser Stadt, die ich bei uns gehört. Gut, ein ganz kurzer Blick hier rein. Achso, nein, natürlich keine Kamelsitze. Das müssten hier eigentlich ja genauso Kingsguard-Geschichten sein. Realm Knight. Sieht das besser aus? Nö, ganz und gar nicht. Schulterstück technisch, Rusty, nein, Westerlands, Kingsguard, Pauldron with Cloak. Selbes Spiel, aber ne, die Schultern gefallen mir tatsächlich bei uns auch besser. Das sieht in dem Bild besser aus, als wenn man es anzieht. Ich weiß, diese äußerst wichtigen Style-Fragen. Goldcloak, Meister Omlands Armor, Riverlands Gambeson. Das haben wir denen alles verkauft. Das kann schon lächerlich. Ja. Wollen wir jemanden freisetzen noch? Ich glaube nicht. Gehen wir. Könnt auch mehr Workshops kaufen. Ich meine, die stehen jetzt auch schon seit Ewigkeiten rum und ja. Arbeiten nur so halb oder überhaupt nicht. Aber das Einkommen davon ist halt immer noch echt zu vernachlässigen. Die Workshops waren damals, als sie am Anfang mehr oder weniger waren, waren die echt gut. Ja, aber das ist halt nichts, ne? Das ist nichts. Oh, oh, oh. Eleanor. Hallo. Ja, guten Tag. Ich möchte etwas besprechen. Ja, der Ton ist es nicht wert, ne? Ach so, ich sollte mit ihm reden. So, Wilhelm. Hier, ich schicke dir mal einen Raven. Bist du nicht mein Gefangener?
Nein, ihr werdet sterben. Wir werden euch töten. Es wird großartig werden. Gut. Voller Angriff. So, außer ihr, ne? Wir machen das natürlich taktisch. Absolut taktisch. Zur Frau führt die Briten Bogenschützen drüben an. Sobald wir wieder ein paar Schwertschwestern irgendwo finden zum Rekrutieren, sollten wir die echt mitnehmen. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Erdreistet er sich da etwa anzugreifen? Der Rivalence Horseman. Und das ist die Frau, hä? Macht sie nieder. So, Eleanor. Eleanor. Na kommt, kommt vorbei. Greift diese Leute hier an. Die sind völlig hilflos. Wehrlos, meine ich. Unsere eigenen Leute stehen jetzt hier wieder schon mehr im Weg als alles andere. Sind auch fast nur Rekruten wieder. Frisch aus den Dörfern. Ich leiste gerade einen sehr, sehr großen Beitrag hierzu. Ich habe da schon wieder ein totes Pferd gesehen. Das ist doch nicht dein. Wer ist jetzt schon wieder gestorben? Ein Associate Caravan Guard. Na gut. Der ist das nicht gewöhnt, ne? Die harten Rüstungen und so. Ja, hallo. Du bist jetzt meine Gefangene. Herzlichen Glückwunsch. Broken Archer, Broken Guard ist. Sieht man nicht drüber. Westerlande, ja, Crossbowman, hier Schütze, Schütze. Ritter, Krasser, Guardboy, alles. So, jetzt gucken wir mal, ob. Aha. Nein! Warte mal. Das heißt, Dennis Armee wurde geschlagen. Ja. Also, er has been taken prisoner. Sag ja, das war ja auch, jetzt sag ich mal, echt keine so, so schlaue Idee, da draußen rumzuhängen. So, Raven arrived, so. It's been a while. Ich möchte was besprechen. Willst du dich nicht bei uns anschließen? Nein? Listen to such a matter as well, I'm in an army. Och Gott. Diese Details, ne? Ich mag nicht mit dir reden, ich bin in der Armee gerade. Das ist ja unbar. Alle auf der falschen Seite dieses Konflikts hier, ne? Was man machen muss oder wann das nächste Event halt kommt, ne? Wenn John die Jungs hier wieder zusammenbringt. Ja, ich hab Lancel, Alter, wieder am Start. So, Eritrea hier. Mal gucken, wie sie das schafft. Ich kann mal, dass ich gleich die Armee dort angreife. Wir werden uns mal anschließen. Vielleicht, Da definitiv noch mehr Leute, ne? Es kommen noch zwei Stück. Drei Stück kommen noch. Das heißt, dann hätten wir ungefähr die gleiche Stärke. Wir müssen uns aber beeilen, weil die stürmen schon. Hallo? Na, wie wär's? Irgendwer? War es noch eine weitere Armee kreiert? Kannst du dich mal bitte. Alter, was ist denn los mit dir? Och, diese Scheiß-KI, Mann. Beweg dich! Hier! Helf! Ja! Nicht die Forest Bandits! Hier! Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Ja, natürlich. Sehr wichtig, hier die Banditen zu bekämpfen. Ja, wir können so ein paar Leute hier mitnehmen. Jetzt komm schon. Och du, was für ein gottverdammter Vollidiot. Also. Ja, KI ist halt einfach immer noch nicht vorhanden, ne? Das war jetzt gleich der dümmste Move ever. Ja, und er geht jetzt wieder zurückerobern, ne? Weil wir sind ja richtig smart unterwegs.
Richtig smarte Bäuschen in den Westerlanden. Haben uns unser Hirn ein bisschen zu sehr braten lassen im Osten von der Sonne. Na guck, was sage ich hier? Ja, tanzen wir auf der Stelle, das macht am meisten Spaß. So ist der Hertag, besserer Trader. Quartermaster, Caravanmaster. Market Dealer. Kein Capacity for the Party. Mal hier. Beschütze Market Dealer. Ja. Ja, dann werden wir uns hier anschließen und abwarten und in der nächsten Folge hier weitermachen. Ja, das ist ein bisschen alles, ja. Diese Erkältung macht mich hier gerade ein bisschen arg fertig, ja. Deswegen wird es auch eine relativ einfache Geschichte heute werden. Was kann er mit dem? Können wir mit der Armee wahrscheinlich was erreichen? Auch wenn es. Okay, die nächste Armee. Ja, warum nicht? Ne? Kann ich genug Armeen haben? Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Torn.